Und dann passierte es, dass der Papst starb und ich vor dem Fernseher saß. Und obwohl mich das ja als Atheist überhaupt nichts anging, das Gefühl kriegte, ich verpasse da was, wenn ich nicht dort bin. Und dann habe ich einen Freund, der ein Reisebüro hat, angerufen und habe gesagt, halt mich jetzt nicht für wahnsinnig, aber gäbe es denn morgen noch einen Flug nach Rom? Und er hielt mich gar nicht für wahnsinnig, sondern sagte, ja, morgen früh um 6. Und dann hat mir eine Mitarbeiterin des MDR noch ein Hotelzimmer besorgt in Rom, ein Einzelzimmer zur ruhigen Hofseite. Und das war zu viel Vorsehung auf einmal, da musste ich dann fahren. Also ich habe dann gar nicht geschlafen. Irgendjemand sagte noch, nimm ein Aufnahmegerät mit, daran hatte ich irgendwie gar nicht gedacht. Und dann habe ich sozusagen Ingeborg Bachmann und einen DAT-Rekorder eingepackt und bin mit 3 T-Shirts früh um 4 zum Flughafen gefahren und für 3 Tage nach Rom geflogen. Die Stimmung in Rom ist heiter und erinnert an ein Volksfest. Die Pilger hinter den Absperrgittern winken uns zu und alle an der Bar winken zurück. Die gegenüberliegende Straßenseite gleicht einem Campingplatz. Isomatten, Schlafsäcke, auseinandergefaltete Pappkartons. Es ist ein polnischer Campingplatz. Die Sprache ist mir vertraut, obwohl ich kein Wort verstehe. Meine ältere Schwester lernte die Sprache unseres Brudervolkes in der Schule. Mit 4 Jahren stand ich auf unserem Küchentisch und sang für 20 Pfennig Eintritt vor ihren Schulfreundinnen Jeszcze Polska nie czekana. Noch ist Polen nicht verloren. Auf dem polnischen Campingplatz beginnt die Abendbrotzeit. Als Tischdecke dient eine auf dem Boden gelegte Zeitung, der Rucksack ist die Speisekammer. Wie Schätze werden die Speisen aufs Papier gelegt. Ein Stück Salami auf die Schlagzeile, Wojtyla, il Papa della Bellezza, 3 Tomaten über den aufgebahrten Papst. Dann wird mit dem Taschenmesser geteilt. Vorsichtig, damit die Tischdecke keinen Schaden nimmt. An allen Straßenecken verteilen Carabinieri Mineralwasser, Flasche um Flasche. Eine sanfte Geduld hat diese Stadt durchdrungen. In der Dämmerung leuchten die ersten Kerzen. Weinflaschen werden entkorkt. Rom rüstet sich für die Nacht. Die letzte in dieser Zeitrechnung. Ich hatte also dieses New York-Stipendium und hatte mir dann auch noch von einem Freund einreden lassen, ruf doch mal das Goethe-Institut an und frag doch mal, meld dich doch mal, kannst ja mal vorbeigehen. Und dann habe ich gedacht, naja, Goethe-Institut, da kann man ja mal eine Mail hinschicken. Ich meine, ich dachte, Goethe hätte sozusagen Deutsch gesprochen und vielleicht Italienisch, was ich ja auch noch hinkriege. Aber an Englisch hatte ich jetzt nicht gedacht. Jedenfalls, ich schickte diese Mail hin, eine Stunde später klingelt mein Telefon. Es war eine englisch sprechende Sekretärin dran, die mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, eine Lesung auf Englisch zu halten. Und das war, ist jetzt keine Koketterie gewesen, sondern es war einfach Sprachunvermögen. Es war mein einziger Wortschatz, darauf sagte ich, yes, I can. Ich lief einem Ziel entgegen, von dem ich weder wusste, wann noch wo ich es erreichen würde. Ich war getrieben von der Sehnsucht, endlich anzukommen in dieser Stadt. Obwohl ich ständig darauf wartete, geschah es überraschend. Es war an einem trüben Oktobernachmittag um 4.09 Uhr auf der Brooklyn Bridge. Vielleicht hatte ich gedacht, dass es nur an einem sonnigen Tag geschehen könnte. Zuvor hatte ich zusammen mit einer brasilianischen Nonne 3 Stunden Teller gewaschen, meinen reparierten Schuh von einem russischen Schuster geholt und war in Brooklyn während eines Model-Shootings versehentlich durchs Bild gerannt. Ich ging über die Brücke zurück nach Manhattan. Es wehte ein kalter, böiger Wind. Links vor mir im Nebel ahnte ich die Freiheitsstatue. Schwebend zwischen Wasser und Himmel lief ich auf die Stadt zu und spürte plötzlich eine tiefe Zufriedenheit, für die ich nur ein Wort fand. Glück. Ich war immer Leipzigerin gewesen. Da lege ich auch ein bisschen Wert drauf. Doch seit meiner Kindheit näherte ich mich Markkleeberg mit kleinen Schritten. Ich kreiste es quasi ein. Der erste Schritt waren die Sonntagsausflüge meiner Familie. Endlos fuhren wir mit der Straßenbahn durch den Süden der Stadt, durchquerten einen tiefen Wald, bevor wir aussteigen konnten und uns zu Fuß von Mücken umschwirrt auf feuchten Wegen unserem Ziel näherten, dem Luftbad.
Das Luftbad sah auf den ersten Blick aus wie alle anderen Bäder. Es gab eine große Liegewiese, eine Holzbalustrade mit Umkleidekabinen und Freiluftduschen. Das Einzige, was fehlte, war das Wasser. Es floss schwarz und von Schaum gekrönt hinter den Büschen an unserem Luftbad vorbei. Baden verboten. Meine Eltern störte das wenig. Sie wollten nicht schwimmen. Ihnen genügte es, ihren Körper in Luft zu baden. Besonders schön fanden sie, dass keine spielenden Kinder ihre Ruhe störten. Es gab kein Geschrei, niemand quengelte, weil er ins Wasser wollte. Alle anderen Eltern gingen mit ihren Kindern in richtige Bäder. Ich war das einzige zur stillen Beschäftigung gebetene Kind. Denn das oberste Gebot im Magdeburger Luftbad hieß, du sollst deine Eltern in der Sonne schmoren lassen. Manchmal trat ich absichtlich in eine Distel. Doch am Ende gab es einen versöhnlichen Programmpunkt. Vor unserer Rückfahrt kehrten wir ein. Das Einkehren war selten in meiner Familie. Wir trugen kein Geld in Gaststätten. Doch in Magdeburg erlagen selbst meine Eltern der Verlockung. Im Schatten großer Kastanienbäume standen grün gestrichene Gartentische und luden nach dem Luftbad zu einer Erfrischung ein. Ich durfte mir eine rote Fassbrause bestellen. Das war ungewöhnlich. Denn Limonade gab es bei uns nur zu Feiertagen. Ansonsten tranken wir mit Wasser verdünnten Sirup oder Muckefuck. Die Fassbrause perlte im Glas. Kurz vor dem Trinken hielt ich inne und spürte, wie mich die Bläschen an der Nase kitzelten. Magdeburg roch nach Himbeere.